Jetzt geht es. Hör mal, siehst du? Ja, und dann können wir ganz weit mit dem Kopf unter Wasser gehen. Schnell fliegen! Vielleicht ist es. Wir möchten gerne auf. Guck mal hier, die kriegen alle was zu fressen hier, die Fische. Und dann tauchen die dann noch. Not bad. Guck mal, jetzt hauen die sich. Süß. Stimmt das mit den Handtüchern? Was? Stimmt das, was der Onkel Peter sagt? Die beschmeißen sich mit Sand, weil sie keine Handtücher zum Abtrocknen haben? Genau. Genau, ne? Ich auch immer mit Sand, wenn du gerade geduscht hast. Ich mach das so auf den Spülplatz. Dann machst du das auch schon mal. Das ist dann auch guter Sonnenschutz, ne? Das ist jetzt also ein Klapperstorch hier. Ja, die Menschenkinder, die Babys. Das hat man früher gesagt. Sind da drin die Frösche? Hüpfen die beiden? Ja. Die Vögel sind beschmutzt. Ach nee, wirklich? Aber in Australien kannst du an den Park gehen und da sind die Kängurus. Und du darfst. Aber da muss ich jetzt mal ein bisschen größer werden, weil das ja so eine lange Reise ist. So kleine Scheiben, wie so Salami, nur so ganz kleine. Und dann da drauflegen. Das schmeckt lecker, dann kann man das essen. Lecker. Was? Mischt man das alles? Apfel und Salami und was war das noch? Roggenbrot. Roggenbrot. Dann kommt die Salami. Ja. Und ganz oben drauf kommt der Apfel. Ach so, das wird als Butterbrot gemacht, also als Brot. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Zähne? Ne? Ja. Ja, mach ich. Aha. Und nimmst du uns auf? Ja. Beim Essen. Da würden sie dolle Hunger kriegen. Das ist eklig. Da würden sie dolle Hunger kriegen. Ach, ein Ball. Ja, die spielen manchmal mit dem Ball. Die watscheln dann auf den Flossen, wenn die aus dem Wasser rausgehen. Deine Kamera gleich. Guck mal hier, Jonathan. Das ist der Onkel Peter, macht jetzt ein Foto von uns. Warte mal, können wir mal winken. Hallo. Die Kamera und dann machen wir wieder Seelöwe. Hast du das? Der Schreck. Kannst du denn das jetzt noch mal machen, wie die Seelöwen machen? Meinst du, es ist keine Eidechse? Manchmal hat man Glück, den Kaffee. Ist sie denn jetzt wach? Aufstehen? Aufstehen? Oh, ne? In Australien gibt es Katholine. Die leben da auch. Kennst du das auch, das Lied? Ja, die Kinder könnten mir hier von dem Rad. Schmeckt denn der Känguruschwanz? Ja. Willst du eine? Nee. Wenn er noch nicht so groß, ne?
Meerkatzen. Nee, Erdmännchen. Meerkatzen. Erdmännchen. Oder wir können uns. Eine Bär. Könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. 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 Lama, ne? Das ist ein Laufvogel aus Argentinien. Warum spuckt das Lama nicht? Ich spucke nicht. Ja, sollen wir mal weiterfahren? Ich will eine Hase. So geht's jetzt wieder, ne? Ist so okay? Ja. Gut. Musst du denn vielleicht mal Pipi auf der Toilette? Hast du alles ausgeschwitzt, ne? So, jetzt fahren wir weiter. Das Schweinchen auf der Platte. In eine Blätterwinde hat er gepippt. 3 Jahren. Oh, ich bin schon 5. Da bin ich doch kein Baby mehr. Das stimmt doch. Guck mal, das ist schon ein tolles Tier, ne? So, der. Oh. Wenn die Ohren werden dann doppelt geklappt, dann kommt das wie gehackt ist, ne? Dann ist dann richtig was dran. Heute Abend alle Elefanten gleich zu Hause. Kotelett und Schnitzel als Bratwurst nehmen, ne? Jo, komm mal. Und den Schwanz auch. Ja.